Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar machen wir jetzt erstmal ein Unboxing von den Bluetooth-Kopfhörern oder Wireless Premium Bluetooth Headset. Produnki. Also keine Ahnung, spreche ich lieber nicht aus. Wurde mir auch netterweise zur Verfügung gestellt. Aber man kann eine SD-Karte, so wie es aussieht, einlegen. Ob ich das gerne testen möchte, kann man halt mit Kabel verbinden und mit Bluetooth. Und ehrlich gesagt, ich möchte es eigentlich nicht mal großartig fürs Handy haben, sondern für den Fernseher. Weil sieht ja bequem aus, sieht schön aus. Wenn ich denn hier sitze und abends was lauter hören will, oder wenn Ingeborg im Stream dann zugucken will, dass es halt kein doppeltes Audio gibt, ist es dann halt besser, wenn wir da immer mit Kopfhörern arbeiten. Gucken uns erstmal im Unboxing an, was alles mit bei ist. Und Hardware-Video kommt dann danach, weil ich glaube, wir müssen die erstmal laden. Ich denke mal nicht, dass die voll sein werden. So. Ah, die sind verpackt. Ah, oh, die sind aber leicht. Oh. 8S. Lederfüßig, das ist ein bisschen wenig gepolstert, also. Ja, geht schon. Sehr leicht. Also wirklich ein ganz, ganz leichtes Headset. Aber da müssen wir mal gucken, wie sich das schlägt. Ach, hier können wir Equalizer einschalten. M. Pause, Start. Vor, zurück. Hier können wir eine SD-Karte reinmachen. Können wir halt Musik von SD-Karte hören. Hier ist normaler Mini-USB. Ach, hier. Wir haben hier keinen Knopf zum An- und Ausdrücken. Wir haben hier wirklich so einen kleinen Hebel zum An- und Ausdrücken. Und es scheint auch noch Energie drauf zu sein. Aber es ist schon zu spät. Ich muss den Stream gleich vorbereiten, also den Hangout. So. Hier haben wir dann ein Klinkenkabel. Entschuldigung. Stereo zu 3, wieso hier? Also hier einmal mit 3. Und einmal mit 2 Strichen. Und dann halt hier. Also entweder kann man damit laut und leise machen oder Pause, Stopp, Mikrofon muten. Und dann halt ein USB-Kabel, ganz normalen, so mit dem Mini-USB, so wie wir es kennen. Also die ältere Generation. Hier sind die ganzen Knöpfe beschrieben, diese, was sie machen. Welche Funktionen sie haben. Feature, das ist jetzt hier Englisch. Das ist Französisch. Das ist Japanisch. Ach, hier haben wir auch so Deutsch. Ist aber auch wirklich nur diese beiden Seiten. Und dann halt hinten hier nochmal eine Seite mit den Erklärungen von den Tasten. 3,5 mm Klinke.
Ja, die Kanten sind schon ein bisschen. Ja, es ist halt einfach wie Plaster abgesägt, fertig. Aber nicht hier irgendwie ein bisschen abgerundet oder so. Also finde ich hier an der Ecke, finde ich schon ein bisschen. Oh, hier ist spitz. Hier ist ein bisschen abgerundet. Aber das war eben nicht so schön. Oben. Ja, oben ist minimal gepolstert. Was ist denn hier? Hier ist schon lose. Jetzt ist wieder fest. Also oben das Polster war so ja lose. Jetzt habe ich es wieder festgemacht. Das kann man einfach so ein bisschen rausziehen und dann oben rüber machen. Seht ihr? Aber finde ich ein bisschen mau mit dem oben. Das ist ein bisschen mau. Polster, ja, gut geht. Das Material fässt sich ganz gut an. Ja, auch Leder und so, das fässt sich wirklich sehr gut an. Aber wenn man es so in der Hand hat, es ist sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Das ist eigentlich was Gutes, wenn man will ja nicht so ein schweres Ding auf dem Kopf haben, aber so leicht. Das ist so leicht, dass es sich halt leider, weil es so leicht ist, nicht so wertig anfühlt. Ja, vom Gewicht her. Hier teilweise die Kanten finde ich ein bisschen. Oh. Also ja, kommt drauf an, welche Ecke man, wie man hier auf die Ecke ruffasst. Es sieht jetzt gar nicht so gravierend aus. Es ist wirklich nur einfach das abgeschnitten gerade hier. Aber irgendwie gefühlt ist das halt. Ja, man fasst ja dann nicht meistens an. Also. Es geht schon, ja. Ja, nochmal gucken. Ich lasse mich mal überraschen. Wir werden uns das angucken im Hardware-Video. Das will ich aber nachher oder morgen machen. Das schaffe ich heute nicht mehr. Und dann will ich mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen werden Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.